Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play World of Tanks und heute mal mit dem KV-5, dem Premium-Panzer, den es ja derzeit leider nicht zu kaufen gibt, aber ich denke, im Adventskalender gibt es da bestimmt bald wieder eine Möglichkeit. Ein Tier-8 Premium-Panzer der Russen, ein schwerer noch dazu und hier ist er Top-Tier. Und dementsprechend sollte er hier auf seine Kosten kommen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das Thema mit dem ist natürlich ein verbessertes Matchmaking. Das heißt, der kommt höchstens in Tier 9 Gefechte, aber sonst auch nirgendwo hin. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz klares Pro für den Panzer. Der Durchschlag der Kanone sind 167, also auch innerhalb der Premium-Panzer mit einem verbesserten Matchmaking, der am wenigsten fast Durchschlag hat. Oder Premium-Munition sind dann 219 Durchschlag, das ist schon besser. Aber wie gesagt, 167, das ist doch recht wenig. Wobei in diesem Match, da ist es natürlich, da kommt er locker damit zurecht. Und er fährt natürlich typisch für einen Heavy erstmal in die Stadt. Macht dabei noch das ein oder andere Häuschen kaputt. Der erste AMX und der Panther gehen schon auf. Die sind unten bei den Gleisen. Er hat hier noch nicht so wirklich viel Action. Also auch der Tiger und der AMX 5600 unten bei den Gleisen. Also weit weg von ihm. Aber da hinten jetzt die ersten Gegner offen. Hoffentlich kommt jetzt gleich der erste hier rum, dass er den beschießen kann. Und da ist schon der T-34-3. Der hat verschossen. Man muss dazu sagen, zeig's gleich. Dieser Turm hier vorne, dieser Aufbau, der ist sein Weak Spot. Also da, wenn ihr den als Gegner habt, da einmal drauf schießen. Weil sonst ist er sehr, sehr hart. Und auch schwierig zu durchschlagen, aber da geht es eben sehr gut. Deswegen am besten versuchen, immer diesen R2-D2, sag ich mal, dazu zu verstecken. Also genau das Gegenteil von dem machen, was er jetzt macht, weil er zeigt den die ganze Zeit. Der CDC kommt hier gut durch. Der T-34-3 wollte jetzt die Stunde nutzen. Und jetzt bekommt das hier ordentlich. Aber auf die Kette jetzt der CDC und eben hier, man sieht schon auch den Hit hier auf die Türme sehr, sehr gut. Oh, jetzt mit Premium der T-34-3, da hat er aber gleich einen zurückgegeben. Also er ist hier gut jetzt in Bedrängnis, hat auch nur noch 671 Hitpoints. So, jetzt kommt dann der T-34 wieder, diesmal auch mit Premium, aber der ist verpufft, der Schaden. Macht hier den Churchill die Kette weg. Bringt ihn aber allgemein gerade nicht so viel. Sein Team drückt unten aber massig durch. Ne, den hat er verschossen. Jetzt kommt dann der CDC. Prallt allerdings ab. Der T-34-3 hat es nochmal mit Premium probiert und ist diesmal gescheitert. Churchill jetzt von der Seite. Also jetzt bekommt das von allen Ecken und Kanten. So, jetzt kettet er den Aal. Der CDC orientiert sich jetzt nicht auf ihn, sondern... Wow! Munitionslager weggemacht vom CDC. Sehr schön. War auch notwendig. Und der Churchill probiert es weiterhin von der Seite. Aber er durchschlägt ihn einfach nicht. Jetzt hat er sogar zwei HE-Schellen mittlerweile auf ihn geschossen. So. Also er... Man sieht es unten, er hält hier echt gut was an Schaden weg von sich. So, der ging diesmal nicht durch. Der Churchill hat es jetzt... Ah, jetzt hat er den Aal auch endlich weg. Da hinten kommt der Churchill wieder rum. Und der KV-85 steht da auch noch. Auch der prallt ab. So. Fahr dann ein Stück zurück. Wo ist der Churchill? Der kommt jetzt wieder hinterhalb. Also der Churchill hat so eine Fähigkeit, ihm immer ins Heck zu kommen. Und er hat die Fähigkeit, den Churchill einfach nicht zu treffen.
Also er ist hier ein bisschen unkonsequent, was seine Zielwahl angeht. Und gerade der Churchill ist aktuell der größte Feind, den er hat. Den hätte er meines Erachtens viel mehr behaken müssen. So, Artie ist weg. Jetzt der KV-85. Der ist jetzt auch weg. Und jetzt kommt der Churchill mal wieder nach. Das ist so gefühlt sein Nemesis. Und auch wieder mal ist er am Churchill abgeprallt. Also der Churchill ist natürlich nicht so leicht zu durchschlagen. Aber auch nicht so schwierig. Jetzt hat er gerade noch schnell einen Zug erstellt für die Waffenbrüder. Nicht doof. Und wie gesagt, mal schauen, ob er jetzt den Churchill noch wegmacht. Endlich. Ja, der kommt da drauf. Und er kriegt den Killshot. Ja, schnelle Runde. 5 Minuten 27 hat das Gefecht gedauert. Hat dabei gemacht 3859 Schaden. 4900 hat er geblockt. Das ist aller Ehren wert. Und ganz wichtig natürlich für einen Premium-Panzer ist auch das Thema Credits. Und da gab es am Ende 94.569 raus. Also fast 100.000. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, mit dem man dann gerne in die Garage zurückkehrt. Ja, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.